Schönen guten Morgen. Heute ist der 3. Juni. Wir sind am Ring. Und, oh, Interview. So früh am Morgen sind hier gerade eine Nightline angekommen, weil sie haben schon zwei Probekonzerte in Münster gespielt. Ingo, wie groß ist die Vorfreude bei euch? Ja, erstmal Augen auf bei der Berufswahl. Na, hier, guck mal, da. Da ist dann gleich ein Balken. Von hier sieht die Bühne ganz klein aus. Ey, das wird gut. Hab richtig Bock. Außerdem hat Eike gerade einen super Namen für eine Hundeschule, die man mal aufmachen kann, erfunden. Ja, kommen Sie mal zu Area 51. Jetzt ist nämlich folgendermaßen, Guido fährt jetzt das Ding in mir. Und Guido hat ja erstens keinen Führerschein und zweitens... Kaching, der läuft schon. Das wird gut. Du musst rum, da hinten links, dann musst du wenden, dann wieder zurück, da auch wieder wenden. 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 Und dann viermal das Ganze. Ich bin hinten drauf, wende nicht zu stark. Du mal gehen. Überraschung vor. Mhm. Könnt ihr schon mal so ein bisschen, einen kleinen Spritzer schon mal raushauen? Wie können wir das denn machen, ohne was zu spoilern? Es ist ganz schwierig. Nee, ich glaube, wir müssen doch der Dinge harren, die da kommen. Es kommen also auch vielleicht Leute. Weiß ich nicht. Vielleicht sind Dinge auch Leute. You never know. Unser Mission Statement ist, Rock am Ring Geschichte schreiben, und zwar früh mittags. Und damit kann ich eigentlich zurückgeben ins Studio. Ey, Rock am Ring! Wir haben uns ein paar gute Freunde eingeladen. Hier sind die Toten Hosen aus Düsseldorf! Schreien nach Liebe! Wirklich sau dumm, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde, schnell, ich koch dein Blut.